So geht es Priscilla Presley Tochter Lisa Maries Tod. Priscilla Presley muss den Tod ihrer Tochter noch verarbeiten. Vor wenigen Wochen hatten traurige Neuigkeiten die Runde gemacht, nur wenige Tage nachdem Lisa Marie Presley, römisches Kreuz, 54, zu Gast bei der Verleihung der Golden Globes gewesen war. Verstarb die Tochter von Musiklegende Elvis Presley, römisches Kreuz, 42, nach einem Herzinfarkt. Nun sprach ihre Mutter Priscilla offen darüber, wie es für sie ist, ihre Tochter verloren zu haben. Alle Eltern, die eine Tochter oder einen Sohn verloren haben, wissen, was für eine dunkle, schmerzhafte Reise das ist, teilte die 77-Jährige ihren Fans auf Twitter mit. Doch das Mitgefühl und die lieben Worte ihrer Bewunderer würden ihr viel Trost spenden. Ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr versucht, mir zu helfen, diesen Verlust zu überwinden, betonte die Schauspielerin zudem in ihrem Tweet. Bereits wenige Tage zuvor hatte sich die Ex-Frau des verstorbenen Elvis auf Twitter an ihre Fans gewandt, um sich bei ihnen für ihre Unterstützung zu bedanken. Es war eine sehr schwierige Zeit. Aber zu wissen, dass eure Liebe da draußen ist, macht einen Unterschied, hatte die gebürtige New Yorkerin geschrieben.